FL24 Bund News, Frankfurt aktuell. Wir sind ja heute am Marktplatz in Frankfurt oder die Montagsdemos, die sind wir gewohnt. Es gibt aber neuerdings seit dem heutigen Abend auch Dienstagdemos. Dazu aufgerufen haben Gewerkschaften und die Linke. Und die Bundesvorsitzende, Frau Wissler, haben wir jetzt bei uns hier vor der Kamera. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Abend. Frau Wissler, warum demonstrieren Sie heute hier? Sie sind jetzt gerade aus Berlin hier nach Frankfurt-Oder gekommen. Ja, weil es dringend notwendig ist, dass es Druck gibt für mehr soziale Gerechtigkeit. Die Armut explodiert in diesem Land. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie sie ihren Wocheneinkauf bezahlen sollen oder die nächste Gasrechnung oder die Mieten, die immer weiter steigen. Jetzt läuft diese Woche noch das 9-Euro-Ticket aus und dann werden die Fahrpreise noch erhöht. Also von daher ist es dringend notwendig, jetzt für soziale Gerechtigkeit auf die Straße zu gehen, weil die einen machen hohe Gewinne und die anderen kommen nicht über die Runden. Deswegen sagen wir, weg mit der Gasumlage. Stattdessen brauchen wir eine Übergewinnsteuer, einen Gaspreisdeckel und direkte Hilfen für die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute in der Kabinettssitzung gesagt, er schaut der ganzen Sache jetzt zuversichtlich in die Zukunft und er denkt, es wird noch Entlastungen weitere geben für die Bürger in Deutschland. Haben Sie das heute ein bisschen verfolgt? Ja, ich habe jetzt ein bisschen verfolgt, aber entscheidend ist ja nicht, was der Bundeskanzler ankündigt, sondern was die Bundesregierung am Ende auch macht. Und Ankündigungen haben wir jetzt viele gehört und sehr verschiedene. Die SPD hat Ankündigungen gemacht, die FDP, die Grünen, aber es ist eben nicht umgesetzt. Und die Entlastungspakete bisher kamen viel zu spät. Sie waren nicht nachhaltig und sie haben wichtige Menschen einfach außen vor gelassen. Ja, die Rentnerinnen und Rentner, die wurden einfach vergessen von der Bundesregierung. Und deswegen ist es notwendig, dass es jetzt ein schnelles drittes Entlastungspaket gibt, das eben auch sozial ausgewogen ist und dass eben nicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die mit Gas heizen, jetzt die Kosten überstülpen, sondern für eine gerechte Verteilung sorgen. Es gab im Vorfeld so ein bisschen Kritik von DDR-Opferverbänden, ich glaube auch von Frau Birtler, dass die Linke sozusagen in der Tradition der Montagsdemos ausgerechnet die Linke das macht. Was sagen Sie dazu, zu dieser Kritik? Ja, der Begriff der Montagsdemonstration hat ja auch in der Nachwendezeit doch eine gewisse Tradition. Es gab 2004 die großen Demonstrationen gegen die Hartz-IV-Gesetze, gegen die Agenda 2010. Natürlich muss man immer vor Ort schauen, auch wie ist ein solcher Begriff besetzt. Ich weiß, dass es in Stuttgart seit über 10 Jahren Montagsdemonstrationen gegen Stuttgart 21 gibt. Da ist sicher der Begriff anders besetzt als vielleicht in der einen oder anderen Stadt. Letztlich muss man das lokal vor Ort entscheiden. Für mich ist der Wochentag nicht das Entscheidende, sondern welche Forderungen stellt man. Und das müssen eben Forderungen sein, die eben auf mehr soziale Gerechtigkeit zielen und aber auch darauf, dass die Energiewende dringend vorangetrieben werden muss. Wir wollen keine Renaissance der Atomkraft, sondern wir wollen endlich einen Ausbau der Erneuerbaren und am besten Energieversorgung in der öffentlichen Hand. Wie lange werden Sie jetzt dienstags immer demonstrieren gehen? Wann werden Sie damit dann aufhören? Was sind Ihre Forderungen sozusagen? Ja, der Protest ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht ja wirklich darum, Druck auf die Bundesregierung zu machen, damit sich was bewegt. Und wir merken ja gerade, die Energiekonzerne machen großen Druck auf die Bundesregierung und haben da eine ganze Menge durchgesetzt. Deswegen ist es ja notwendig, dem Druck von unten entgegenzusetzen. Und notwendig ist eben jetzt Maßnahmen zu treffen, dass niemand im Winter in seiner Wohnung frieren muss, weil er sich die Gasrechnung nicht leisten kann, dass niemanden der Strom abgestellt wird, dass niemand aus seiner Wohnung zwangsgeräumt wird. Die Menschen brauchen Hilfe und deswegen sagen wir direkte Hilfen für Menschen, die wenig verdienen, die Durchschnittsverdiener sind, ein Verbot von Strom- und Gassperren, das könnte die Bundesregierung sofort umsetzen und das Ganze finanziert über eine Übergewinnsteuer, weil es eben Konzerne gibt, die richtig große Gewinne einfahren und die müssen stärker besteuert werden. Letzte Frage noch, wir haben hier wie gesagt immer Montagsdemos und die gestrige Montagsdemo hat auch dazu aufgerufen, die Linke hier zu unterstützen, die sind heute auch zum Teil am Rande mit dabei. Was sagen Sie diesen Leuten? Heißen Sie die hier herzlich willkommen oder sehen Sie das auch kritisch? Das kann ich jetzt, ohne jetzt die genau die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, jetzt schwierig sagen. Aber für uns ist vollkommen klar, rechte Kräfte wollen wir nicht auf unseren Demonstrationen dulden. Keine rechten Transparente, keine rechten Parolen, keine rechten Parteien. Das ist vollkommen klar. Aber natürlich wollen wir im Breiten, wir wollen einen bunten Protest. Wir laden alle Menschen ein, sich an unseren Protesten zu beteiligen. Und unsere Proteste fordern aber klar eben eine Übergewinnsteuer, den Ausbau der erneuerbaren Energien, mehr soziale Gerechtigkeit und das natürlich immer für alle.
weil wir eine Partei sind, die auf Solidarität setzt, die grenzenlos ist, ja, und die für alle Menschen gilt, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht, egal, ja, und deswegen, ja, klare Abgrenzung gegen rechts, aber die herzliche Einladung an alle, an dem Protest teilzunehmen, die diese Forderungen teilen und für mehr Solidarität und Gerechtigkeit auf die Straße gehen wollen. Vielen Dank. Ja, gerne. Okay. Und damit gehen wir zurück in den Unterton. FL24 Bund News, Frankfurt aktuell.